Hallöchen, ihr Lieben, zu einer neuen Folge von Mogeko Castle. Und nach reiflicher Überlegung in der Aufnahmepause habe ich mich dafür entschieden, dass wir diesen Mogeko, glaube ich, lieber aus dem Weg räumen. Ich bin mir nicht so sicher. Ich finde, wir sollten hier lieber gar keinem vertrauen. Okay. Hey, die schreien genauso wie wir schreien. Okay. Das ist irgendwie traurig. Und er ist einfach nur weg. Okay, ich speichere jetzt nochmal. So. Und dann können wir die, denke ich mal, aus dem Weg räumen. Okay, wir benutzen das große Messer gegen die Mogeko. Okay, weg sind sie. Na dann. So können wir uns also hier durchkämpfen. Ein krudes Gemälde, also ein nicht sehr fein gemaltes. Schauen wir mal. Okay, ist abgesperrt. Ist abgesperrt. Hier ist ein Zaun. Ich komme gar nicht bis an das Ende des Zaunes hier, also bis an das Ende dieser Galerie. Was haben wir denn hier? Ist irgendwas... Eine dekorative Pflanze. Mogege. 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 Cool. Und schon wieder ein krudes Gemälde. Eine dekorative Pflanze. Sekunde mal. Ich will nur sicher gehen. Weil hier geht es weiter auf jeden Fall nach links. Wo gucken die denn hin? Hä? Ja, ja, tut man nicht so scheinheilig. Ihr habt bestimmt den armen Kleinen hier umgebracht. Tot. Okay, nee. Ich darf nicht armer Kleiner denken. Die sind ja alle total verrückt und pervers. Nee. Ich habe überhaupt kein Mitleid. Ich bin erschöpft. Wie viele von diesen Mogeko-Dingern gibt es hier? Kann ich einfach hier entlang, um in das zweite Stockwerk zu gelangen? Aber wenn ich nach oben gehe, wird mich das wirklich zurückbringen? Wenn das, was der irgendwie seltsame Mogeko gesagt hat, wahr ist, aber dann wiederum... If what that? Er könnte mich ja auch austricksen. Wenn ich nicht zurück kann... Oh, daran darf ich gar nicht denken. Ich muss mich darauf konzentrieren, zu fliehen. Ja... Das war bisher einfach nur eine Serie an extrem unrealistischen Ereignissen. Der Weg zurück wird dann bestimmt genauso anormal sein. Und ich kann doch nicht einfach das Handtuch werfen, richtig? Richtig. Wir halten durch. Oh Mann. Hau ab schnell. Nein, 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 hau ab. Besser ist das. Oh, Stockwerk 2. Brot, Reis, Prosciutto. Na klar. Das ist doch das Gericht der Götter, ist das. Huch. Ach so, wieder ein Flashback. Heute ist das Wetter so schön, nicht wahr, Bruder? Ja, du hast recht. Wir müssen unsere Hausaufgaben machen, sobald wir nach Hause kommen. Ja. Bruder, was ist denn? Oh, tut mir leid, gar nichts. Wirklich? Wirklich. Sag mal, Yonaka, willst du etwas essen? Ich kaufe dir Eis. Hä? Wirklich? Ja. Hurra! Bestimmt ist irgendwas Komisches mit diesem Bruder. Also irgendwas... Ups, was ist das denn jetzt für ein Ort? Das ist hier immer noch... Im Gebäude, richtig? Ist ja auch egal. Ich wurde da hinten ja gerade umzingelt, nicht wahr? Ich wusste, ich wurde ausgetrickst. Ich bin so doof. Bruder, was soll ich nur tun? Ich habe das Gefühl, je weiter ich komme, desto mehr gehe ich den falschen Weg. Ja, das kann schon sein. Speichern mal nochmal. Was passiert, wenn ich... Ah, okay, geht nicht. Huch! Oh, das bewegt sich voll komisch. Roter Weg. Hui. Hier hoch komme ich nicht, ne? Oh je, schon wieder. Sieht tot aus. Okay. Oh oh. Oh oh. Okay. Hallo. Oh oh, jetzt Zeit für eine Frage. Hä?
Du kannst Brotrollen essen oder Brotpudding. Aber welches Brot kannst du nicht essen? Was? Was für ein Brot ich nicht essen kann? Ein Breadboard? Was ist denn ein Breadboard? Ein Brotboard? Hell if I know. Keine Ahnung, ich nehme mal das. Das ist schade. Ein Breadboard kann man essen. Nein, das kann man nicht. Das kannst du. Obwohl der Mogeko, der das den anderen Tag gemacht hat, gestorben ist. Bedeutet das nicht, dass man es nicht kann? Zufälligerweise ist die korrekte Antwort Brot enthaltenes Potassiumcyanid. Natürlich ist der Mogeko, der das gegessen hat, definitiv auch gestorben. Tja, nun. Zurück in mein Zimmer, um zu schlafen. Okay, tschüss. Na dann, das war ja sogar ein ganz nettes Treffen. Wozu war er überhaupt hier? Ich weiß es nicht. Die Musik hier ist total geil. So. Ach so, ich hätte ja vielleicht mal das lassen können, damit wir auch das andere antworten können. Ach, egal. Was soll's. Da kann ich ja auch nochmal spielen, die 3 Sekunden. An was für einem Ort sind wir denn hier? Wieso ist hier die Musik so hektisch? Also so gruselig? Okay, ich versuche ihn mal anzusprechen. Mal schauen, was passiert. Ist es dir klar, wie köstlich Chilis sind? Willst du eine Chili? Aber ich weiß gar nicht, ob ich dir die geben kann. Ach ja, ich habe ja auch noch Pornos dabei. Oh Mann. Oh Gott. Wieso ist der da einfach so drin? Komm ich hier durch? Die Musik erinnert mich so ein ganz bisschen an die Schlösser aus Super Mario. Aber total, finde ich. Was ist das hier? Ist ja voll labyrinthartig. Ah, okay, es kommt, glaube ich, aufs Gleiche raus. Überrascht? Das ist doch gar nichts. Oh, lalala. Hier ist auch nochmal einer, der sich die Wand so konzentriert anschaut. Lass mich allein, ich will sterben. Okay, du bist auch gruselig. Ich höre sie. Ich höre die Schreie der Seele. Hä? Oh Mann. Das ist beängstigend. Oh oh. Starr. Was ist bloß los mit diesen Gemälden? Die sind so... Ja, gruselig? Ich finde, disturbing ist so voll das Wort, was man schwer übersetzen kann. Also ich finde, es drückt was aus, was, ja, wo mir immer schwerfällt, ein deutsches Wort für zu finden. Diese dummen Dinger. Überhaupt nicht. Hä? Wer? Woher ist das gekommen? Ich bin doch hier. Im Gemälde bestimmt. Juhu! Oh Gott. Hahaha. Du kannst nicht vor mir wegrennen. Oh, das hat sich ja super angehört. Hey, warte doch mal. Muss ich rennen? Ja, muss ich. Ich nehme an, dass das wieder nur ein Game Over ist. War jedenfalls letztes Mal so. Wenn einen die erwischt haben. Das hatte ich offscreen mal ausprobiert. Oh mein Gott, da ist ja eine Tür gewesen. Wieso bin ich da nicht reingegangen? Kann ich speichern, während ich laufe? Kann ich tatsächlich. Okay. Gucken wir mal hier. Okay, es ist tatsächlich einfach nur Game Over. Ach so, ich fange hier nochmal an. Okay, dann können wir ja mal die erste Tür ausprobieren. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das noch nicht das Rätsels Lösung ist. Wäre jedenfalls ziemlich doof irgendwie, wenn das dann schon... Das ist gemein, dass sie sich so teleportieren können. Die ging nicht auf. Okay. Ich gehe mal zu Title, weil wir sind ja eigentlich schon ein ganzes Stück weiter bei dem Speicherstand hier. So, da dürfen wir nicht rein. Oh, Prosciutto, den müssen wir einfach mitnehmen. Ohne Prosciutto geht's nicht. Okay. Oh Kacke, da unten ist noch eine Tür. Scheiße. Okay, ich nehme wieder den Speicherstand hier.
Die kam ja dann plötzlich gar nicht mehr hinterher. Ich speichere gleich nochmal. So. Bestimmt war das die richtige Tür, sonst wären die nicht plötzlich so blutverschmiert gewesen. Toll, jetzt bin ich den falschen Weg gelaufen. Ich bin ja super schlau. Okay, die Tür ging auch nicht auf. Jetzt haben wir aber wenigstens alle Türen mal ausprobiert. Dann können wir von uns wirklich behaupten, dass wir alles getan haben, um zu entkommen. So. So, gleich speichere ich aber nochmal. Ich bin nur so ein bisschen nervös und denke immer, ich will nicht auf die Escape-Taste drücken. Aber jetzt mache ich das mal. So. Und weiter geht's. Ich gehe schon mal hier oben hin. Dann kann ich besser die Tür auswählen. Oh Gott. Entschuldigung. Es tut mir so leid. Das ist einfach super gruselig. Ich weiß auch nicht. Das sind die schlimmsten Viecher, die es jemals in irgendeinem Spiel gab. Gruseliger geht's gar nicht. Komm schon, ich muss nur an der richtigen Stelle drücken. Okay, wir haben die Tür versperrt. Hey, mach auf! Denkst du, du kannst von mir wegrennen? Mach auf! Ich werde schreckliche Dinge tun, wenn du nicht aufmachst. Und das werde ich auch tun, wenn du aufmachst. Verdammt, scheiße. Jetzt will ich wirklich. Komm schon raus. Ich mach dich fertig, bis du nicht mehr stehen kannst. Ach so, ich kann mich bewegen. Okay, diese Box riecht nach verdorbenem Fleisch. Oh Gott, das ist echt einfach nur verwirrend, dieses Spiel. Wir haben Prosciutto erhalten. Was haben wir denn hier? Oh, Minestrone. Gucken wir uns die mal an. Boah, ist das laut schon wieder. Muss ich ein bisschen leiser stellen dann. Oh, geil, lecker. Die haben hier echt köstliches Essen. Hört doch auf zu klopfen. Ruhig da draußen. Aber echt mal, hört doch mal auf euren Kumpel. Wharf Roach. Oh nein, schon wieder Porno. Die haben in allen Schränken Pornos. Da ist wieder Kotze drin. Ja klar, Müll haben wir wieder eingesammelt. Leckerer Prosciutto. Geheiligt sei der Prosciutto. Ja. Wir haben Prosciutto erhalten. Wieso hast du das getan? Gib das zurück. Tut mir leid. Sekunde, ich speichere nochmal kurz. Oh, diese Musik macht mich fertig. Also das Gemälde ist wirklich ätzend. Mit diesem Auge. Oh Gott, hier ist schon wieder total Yumeniki. A Flutterby. Ah, oh, wie süß. Kein Butterfly, sondern ein Flutterby. Das finde ich niedlich. Dieses Spiel ist so gemein, weil es zwischendurch niedlich ist. Und die Bilder sind niedlich. Und dann ist es wieder so pervers und grausam und verrückt und alles. Zu diesen Dingern komme ich leider nicht rüber. Oh, hier ist eine Tür. Oh, diese komischen Teile. Eine Larven-Mogeko. Mama! Mama! Okay, auf jeden Fall haben wir hier Prosciutto. Nicht, dass wir da nicht sowieso unendlich viel hätten nehmen können am Anfang in diesem Raum. Aber egal. Die tötet sie auch gar nicht, ne? Oh, da steht ein Mogeko rum. Prosciutto ist so köstlich, das verwandelt mein Gehirn in Schinken. Aber ich esse bei jedem Essen so viel davon, dass ich mich übergeben möchte? Kannst du nicht einfach aufhören? Nein, danke. Oh Mann. Oh, das ist dieses Wesen, von dem wir eine Statue gesehen haben. Sekunde. Hey, schau mich an. Schau. Ignorier mich nicht. Uiuiui. Wo könnte ich es verloren haben? Was suchst du denn? Ich weiß nicht, was du suchst. Ich würde dir ja helfen. Also, falls ich was finden sollte, werde ich es dir bringen. Prosciutto habe ich, aber anscheinend will sie kein Prosciutto oder es. Oh, Yonaka fühlt, dass dort drin etwas Gefährliches ist. Es scheint besser zu sein, dort nicht hineinzugehen. Oder wird sie trotzdem hineingehen? Ja, meinetwegen gehen wir hinein.
Also sorry, ich denke, ein bisschen muss ich auch zu meinen Überzeugungen stehen und dieses Bad End lasse ich nicht drin, das werde ich rausschneiden. Ich finde, es wird hier echt an einigen Stellen zu krass, muss ich echt sagen. Ich habe nichts dagegen gegen kleine Mogekos, die halt ein bisschen pervers sind und unsere Hauptdarstellerin verfolgen, aber dass in diesen Bad Ends teilweise so offensichtliche Vergewaltigungen stattfinden, also das finde ich zu krass. Dann, da müsst ihr bitte woanders schauen, also... Wenn solch krasse Bad Ends sind, werde ich die rausnehmen. Dann schaut irgendwie auf YouTube, sind ja schon andere Let's Player weiter als ich, dann müsst ihr bei denen kurz schauen, aber... Na, nee, ich finde das zu krass. Also, mir reichen schon die Mogekos, die pervers sind, das reicht. Das sind wirklich laute Gesellen, nicht wahr? Die können sich nicht zurückhalten. Deswegen hasse ich sie so sehr. Warum müssen wir auf dem gleichen Stockwerk leben? Ernsthaft mal. Oh, tut mir leid, dass ich mich nicht vorgestellt habe. Ich bin die Prosciutto-Fee. Oh, schon wieder so ein seltsamer. Ich habe von dir gehört. Du bist das Gespräch des Schlosses, im ganzen Schloss. Hä? Aber ich bin doch gerade erst hierher gekommen. Aber weißt du denn nicht, dass das genau der Art von Ort ist, Mogeko Castle? Ich will sterben. Du kommst doch sicherlich hierher, um dieses Schloss zu verstehen, nicht wahr, meine Liebe? Wobei es ziemliches Pech ist, dass du an so einen Ort gerätst. Mensch, so eine missliche Lage. Ich wünschte, ich könnte helfen. Ja. Ah, ich weiß schon. Ich gebe dir das hier. Ein Schlüssel erhalten. Ein Schlüssel? Der sollte sehr nützlich sein. Nun geh, meine Liebe. Du solltest dich beeilen. Okay. Prosciutto-Fee, na dann. Hä, ich komme hier ja gar nicht durch. Ich komme gar nicht an den Prosciutto-Sauerei. Okay, die wollen wahrscheinlich nicht, dass das geklaut wird. Ist ja auch irgendwie verständlich. Ich würde auch nicht wollen, dass mir mein Prosciutto geklaut wird. So. Bam, 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 bam. Da wären wir. Das ist hundertprozentig für hier, da bin ich mir ziemlich sicher. Aber dann würde ich sagen, ist das wieder genug Mogeko Castle für einen Tag. Definitiv. Und ja, ich bleibe hier mal wieder verstört zurück und würde sagen, dass wir uns dann in der nächsten Folge von Mogeko Castle wiedersehen. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.